Sie sind hier, 16. August 2018, 12.41 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, der Esports boomt weiter, Urheberrecht Getty Images. Einer Studie zufolge kommen immer mehr Menschen mit dem Esports in Kontakt. Parallel mit der Popularität steigen auch die Umsätze beträchtlich an. Esports wird zu einem immer lukrativeren Business und steigert seine Akzeptanz und Bekanntheit in der breiten Öffentlichkeit. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie zum deutschen Esports-Markt von Deloitte und Game, dem Verband der deutschen Games-Branche. Der Anteil der Menschen, die noch nie etwas von Esports gehört haben, sei in einem Jahr um 22 Prozentpunkte zurückgegangen und liege nun bei 25%. Mit 48% kennt demnach knapp die Hälfte der befragten Konsumenten den Begriff und seine Bedeutung, ein Anstieg von 19% im Vergleich zum Vorjahr. Die größte Bekanntheit und Popularität genießen Esports bei jungen, gut ausgebildeten Männern. In der Altersgruppe der über 65-Jährigen habe sich der Bekanntheitsgrad fast vervierfacht. 25% gaben an, den Begriff Esports zu kennen. Die gesteigerte Popularität schlägt sich demnach auch in den Umsätzen nieder. Esports soll sich spätestens 2020 mit einem geschätzten Umsatz von knapp 1,3 Milliarden Euro zu einem globalen Milliardenmarkt entwickeln. Für den deutschen Markt erwarten wir Umsätze von etwa 130 Millionen Euro und somit etwa 10% Marktanteil am weltweiten Geschäft, sagte Stefan Ludwig, Leiter der Sportbusinessgruppe bei Deloitte. Die wichtigsten Erlösquellen sind Sponsoring und Werbung.